Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Es wird Herbst im schönen Wallonien, das heißt, die grüne Farbe ist gewichen einem etwas tristen Braun, so muss man es beschreiben, aber bald kommt der Schnee, damit ist es wieder weiß und ich hoffe, dass dann die Heizung überall läuft, so wie wir uns das vorstellen. Deswegen starte ich auch hier in Uelsnitz, weil wir hatten ja hier ein paar Umbaumaßnahmen gemacht und das werde ich jetzt nochmal überprüfen, ob wir hier eine vernünftige Temperatur haben. Und ihr seht, wir hatten hier unten, glaube ich, irgendwas bei 40 Grad oder so. Jetzt sind wir bei 61,5 angekommen. Das war immer noch nicht so großartig. Hier kommt 53 im Moment an. Natürlich ist es draußen 23 Grad. Wir wollen mal sehen, wie das bei hartem Frost aussieht. Aber eins können wir festhalten, die frieren definitiv weniger als vorher. Also ist mit Sicherheit eine Verbesserung. Wir wollen eigentlich an der Atomstadt weiterarbeiten, aber wir müssen ein paar Sachen, denke ich, noch überprüfen. Als erstes schaue ich mal hier in Leipzig. Wie weit ist denn jetzt hier das? Ja, das sieht doch gut aus, Leute. Das sieht doch richtig gut aus. Wir sind hier gut vorangekommen. Das Ganze ist fertig gebaut worden. Das heißt, wir können das jetzt auch in Gang bringen. Das ganze System hier mit der Nahrungsverteilung. Okay, und das machen wir folgendermaßen. Wir müssen erstmal das Warenhaus hier einrichten, indem wir alles rausnehmen, was wir nicht benötigen. Hier Pflanzen, Chemikalien, Stoff wollen wir nicht haben. Elektronische Komponenten auch nicht, mechanische nicht und Kunststoffe nicht. Der Rest ist okay, aber brauchen wir weniger. Also ich würde mal sagen 10% Elektronik, 20% Kleidung. Und dann deutlich mehr Essen als Alkohol. So ungefähr so. Das ist das Erste. Das Nächste ist, dass wir jetzt das Verteilzentrum hier etablieren müssen. Und das nennen wir auch mal gleich um. Verteilzentrum HO Leipzig. So, und ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt gibt es folgendes Problem. Wir müssen einerseits die Sachen hier hinbekommen erstmal von den anderen Standorten. Und dann müssen wir sie von hier verteilen. Ich mache grundsätzlich es so, dass ich immer einen Ressourceneinkauf in den Lagern der jeweiligen Städte von Essen habe auf ein Minimum. Weil ich will einfach nicht riskieren, dass wir wegen Nahrungsmangel irgendwie entvölkert werden. Das wäre einfach, der Schaden wäre zu groß. Dennoch versuchen wir es natürlich mit Eigenproduktion hinzubekommen, aber das ist einfach so eine Art Backup. Beim Alkohol, denke ich, benötigen wir das nicht. Kleidung müssen wir eh einkaufen und Elektronik auch. Das heißt, das können wir definitiv schon mal so einstellen. Okay, da füllt sich schon mal das Lager. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir Fleisch, Nahrung, also Fleisch ist noch was anderes, aber es läuft alles hier rüber, Fleisch, Nahrung und Alkohol hierher transportiert bekommen. Und das erledigt normalerweise das Verteilzentrum national in Uelsnitz. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Nee, das ist das, angucken, das ist das Exportzentrum. Hier haben wir das Verteilzentrum national Uelsnitz. Und wir sehen, die sind irgendwie schwer beschäftigt. Alles ist unterwegs. Wir brauchen definitiv nochmal hier ein paar Fahrzeuge. Und dafür werde ich dann nochmal eine Kühlung kaufen. Gucken wir mal. 6,5. Die nehmen sich nicht viel. Kaufen wir noch einmal die Kühlung und dann nochmal einen einfachen geschlossenen LKW. 5 Tonnen. 88 km/h. Ist der neu irgendwie? Der bringt 6,5 Tonnen bei 62. Der ist, glaube ich, tatsächlich der beste im Moment. Der MZ504. Seit 1966 haben wir den. 4,5. Okay, kaufen wir den nochmal dazu. So, und jetzt müssen wir neu einstellen. Also, das Beladen, das ist ja alles schon eingestellt. Wir müssen eigentlich nur das Entladen hier einstellen. Also liefert bitte hier auch an das Verteilzentrum. Ne? Wir müssen eigentlich nur das Verteilzentrum einstellen. So, und zwar nicht beladen, sondern entladen. Fleisch, Alkohol und Essen. Und warte mal, wie haben wir das bei den anderen gemacht? 70%. 60%. Machen wir 60%. Okay. Gut.
vergesse jede, also ich habe, ich hatte mir das jetzt ganz gut gemerkt immer. Also wenn das über 10% ist, dann wird es beladen. Und hier ist, wenn es unter 60% ist, dann wird es entladen, dann wird es angefahren. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Wert. Oder machen wir mal 70%, weil das so weit weg ist. Okay, wir checken nochmal, ob das mit dem Beladen auch richtig ist. Hier kommt Alkohol und Nahrung her, nämlich aus Neueswerda. Und hier kommt das Fleisch her, aus Uelsnitz. Also das müsste so laufen. Ich hoffe, die kriegen das mitgesteuert. So, und jetzt brauchen wir hier unsere Fahrzeuge. Und da nehmen wir zweimal eine Kühlung. Und zweimal den normalen geschlossenen. Nee, dreimal. Und hier müssen wir das neu einrichten. Und zwar, also, beladen wird von hier. Und entladen wird hierhin und hierhin. Und dann hier drüben natürlich. Hierhin. Ach, das ist ja noch dieses verdammte Fleischlager. Ach, das müssen wir auch noch befüllen. Das muss auch nationalweit befüllt werden. Obwohl, was? Warte mal. Jetzt mal kurz nachdenken. Können wir das auch über den Weg machen? Ja, dann wird das eigentlich direkt mit. Okay. Dann machen wir das auch hier. Und die Kneipe muss noch angeschlossen werden. So, jetzt müssen wir das also ein bisschen sortieren. Also, die Kneipe. Ja, oder 30% ist vielleicht okay. Erzfurt, Fleischlagerung, entladen. Kleines Einkaufszentrum, entladen. Das ist okay. Kneipe, entladen. Entladen, beladen. Das können wir hier auch nochmal definieren. Damit da nichts schief geht. Kleidung. Wobei, eigentlich kann da nichts schief gehen. So. Die Sachen werden hier beladen und hier verschickt. Ich glaube, das müsste so stimmen. Wir gucken mal hin, ob die Autos irgendwie losfahren. Hier fährt im Moment noch keiner los. Warum? Ach so, möglicherweise, warte mal, weil, obwohl, es muss ja schon was da sein, ne? 0% beladen. Komisch. Aber es kann sein, weil wir ja hier noch den Kauf eingestellt haben, dass es gar nicht nötig ist. Das müssen wir hier mal löschen jetzt. Das müssen wir schon jetzt selber hinbekommen. Ah, schaut mal, hier haben wir 53%. Vielleicht fährt er deshalb nicht los. Wobei bei Kleidung und Elektronik gäbe es jetzt eigentlich schon Handlungsbedarf, oder? Okay, ich vertraue mal, dass das so klappt haben. Hat ja bisher immer noch geklappt. Lassen wir es mal so laufen und hoffen, dass hier nicht die Hungersnot ausbricht. Irgendwie ein bisschen nervös macht mich das doch. Er darf ja nicht das als Grenzwert nehmen, sondern er müsste die individuellen Mengen als Grenzwert nehmen. Und eigentlich, warte mal, eigentlich. Entladen, habe ich gesagt, 30%. Eigentlich müsste er losfahren, oder? Jetzt fährt er los. Nicht, dass er doch diese Gesamtmenge nimmt. Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Das ist doof. Er müsste eigentlich diese Einzelmengen nehmen und das hat doch bisher auch immer geklappt. Ich gucke mir nochmal die Einstellungen an, die wir in den anderen Verteilzentren haben. Das kann irgendwie nicht so stimmen. Da funktioniert es ja auch tadellos. Das müssen wir nochmal überprüfen. Also nehmen wir mal als Beispiel Uelsnitz. Uelsnitz. Da haben wir ja hier das Verteilzentrum. Hier haben wir das ähnlich eingestellt. 39, 39, 10. Es ist mit 57% befüllt. So, und hier haben wir das
HO Logistikzentrum, so habe ich das genannt. Okay, und da haben wir Folgendes gemacht. Aus dem Zentrallager wird beladen, wenn über 0% ist. Das können wir noch einstellen. Und hier haben wir Entladen bei 70% gemacht. Okay. Da habe ich wahrscheinlich wieder die Prozentzahl durcheinander gebracht, was das bedeutet am Ende. Es ist irgendwie für mich absolut unintuitiv, was da passiert. Aber ich sehe gerade, die LKWs, die fahren auch los. Also es scheint irgendwie zu funktionieren. Auch wenn ich 30% einstelle. Es scheint jetzt zu klappen. Wir prüfen das nochmal, was die jetzt genau da holen. Aber ich glaube, es funktioniert jetzt. Also der lädt jetzt Fleisch ein und bringt es zur Erzfurt Fleischlagerung. Da ist nämlich nichts drin. Das ist doch gut. Immerhin, das klappt. Und der, was hat der geladen oder hatte geladen? Der bringt Kleidung. Das klappt auch. Fährt aber jetzt erstmal zurück, weil er vermutlich nicht alles losgeworden ist. Ah, schaut mal hier. Alles klar, weil das so wenig ist, lohnt sich das kaum. Ich hoffe, dass sie dann... Oh, wenn die da jetzt noch Restkleidung drin haben... Nee, hat er doch nicht, ne? Er ist gefahren, er hat das alles abliefern können. Er hat nur so viel geholt, wie er gebraucht hat. Okay, Leute, ich glaube, das funktioniert. Das funktioniert, das können wir so lassen. Entschuldigt, dass es ein bisschen gedauert hat. Man muss sich manchmal wieder in diese Sachen auch nochmal wieder einfinden. Jetzt sollte das für die nächsten Runden erstmal gereicht haben. Okay, das haben wir durch. Dann gucken wir uns Erzfurt nochmal an, ob jetzt da oben das Ding fertig ist. Nee, auch wenn wahnsinnig viele Arbeiter dort oben sind und Ressourcen auch da sind, dauert es jetzt einfach noch ein bisschen, ehe diese Mine durch ist. Wir sollten zusehen, dass wir hier unten weitermachen. Aber dazu muss diese Engstelle erstmal fertig gebaut werden. Das heißt, hier können wir das jetzt nicht weiter forcieren. Nun gut. Dann gucken wir ganz kurz mal hier rüber. Die Brücke ist durch. Hier unten sind wir auch gut soweit. Das heißt, jetzt wird es mit den Straßen losgehen hier und mit allen anderen Sachen. Hier unten sind die Gleise auch schon bis runtergezogen worden. Also langsam läuft das hier. Hier, was ist hier mal wieder? Oh, hier wird noch gebaut, hier allerdings mal wieder keinen Rückweg gefunden. Er scheint noch zu bauen, hervorragend. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Straßenführung. Das ist nämlich das große Thema hier in dieser Stadt. Und das wird ein Spaß, Leute. Wir werden erstmal die zentralen Straßen machen. Das heißt, von den Brücken zum Bahnhof ausgehend. Will ich hier rumgehen? Genau. Hier entlang an den Häusern. Hier eine relativ gerade Trasse durchziehen, um dann... Okay, das war nicht so gut. Um dann dort einzumünden. Meine Kurve noch ein bisschen schöner. So. Jawohl. Okay, wobei ich gerade sehe... Ist das hier so gut gemacht? Es wäre schön eigentlich... Nee, passt auf, das machen wir noch schicker. Wir ziehen nämlich hier erstmal die Straße gerade runter. Dass wir da hinten reinkommen. Und dann gehen wir mit dieser Straße nämlich geradeaus drauf zu. Das gefällt mir besser. So, und jetzt ist hier die Aufgabe, hier rumzukommen. Das passt. Dann ziehen wir die hier durch. Und dann hier hinten... an den Gleisen entlang zu gehen. Ja, das geht auch gut. Machen wir eine kleine Kurve, minimal, um dann da rauszukommen. Okay. Dann haben wir eine Straße, die hier ziemlich gerade durchgehen soll. Wir machen sie lieber so gerade und dann ein bisschen angeschrägt von mir aus. So ran. Das ist auch gut. Das gefällt mir. Ja, wie gehen wir weiter? Die Zufahrten sind natürlich zu bauen. Das ist klar. Aber wir brauchen hier ja noch eine Straße. Die muss von hier kommen. Hier reinführen.
Und na, man könnte sich überlegen, ob es klug ist, von hier runter noch direkt zu gehen. Ich glaube, das ist sinnvoll, ja. Dann führt diese Straße hier rein. Mhm. Okay, dann machen wir hier noch eine Querverbindung. Das ist dann die Zufahrt dafür. Das ist die Zufahrt dafür. Und das ist die dafür. Das passt. Wie haben wir hier rauskommen? Das passt auch. So, das sieht doch schon mal anständig aus. Dann werden wir bei den Häusern jeweils nur eine Zufahrt rausmachen. Machen wir das dort außen. Hier allerdings muss natürlich jetzt auch eine Straße noch hin. Und da muss man jetzt gucken, wie wir die machen. Die Frage ist, wenn ich sie so lege, ob ich da hinten noch rauskomme aus der Sporthalle. Schön wäre es. Aber das geht auch. Das ist gut. Dann können wir das so anbinden. Jawohl. Okay, dann werden wir hier... Ja, ich glaube, hier gehen wir jeweils aus der Mitte raus. Hier auch. Da können wir genau gegenüber rausgehen. Hier ebenfalls. Und da gehen wir dort mit rein. Das ist der Bahnhof. Der kriegt da seine Anschlüsse. So weit, so gut. Oh, hier wird sogar schon an den Gebäuden gebaut. Ich bin beeindruckt. So, jetzt hatten wir gesagt, wir wollen hier eine Straße bauen. Die wir dann hier herumziehen. Ja, das passt auch. Okay, das ist jetzt erstmal das die Hauptsache hier gewesen. Hier werden wir ganz außen auch Straßen rausziehen, aber da machen wir keine Straßen. Da agieren wir dann mit Fußwegen, die wir allerdings jetzt tatsächlich auch schon mal planen sollten. Weil nur auf diese Art und Weise kommen dann die Baufahrzeuge dort. Ah, das habe ich natürlich jetzt nicht... Ah, das ist ja wieder... Wie kriegen wir das denn gelöst? Das kriegen wir nur gelöst, indem wir zum Beispiel hier einen Fußweg entlang ziehen. Dann geht das so. Die Frage ist, was machen wir mit dem? Also das geht. Ich würde sagen, den lassen wir einfach da einmünden. Das passt dann. Dann kann da der auch nochmal raus. Da muss keiner raus. Das ist okay. Hier bringen wir die auch mit dran. Von beiden Seiten. Ja, das hat sogar eine gewisse Form. So, geht das hier? Ja, nur mit Schräge. Aber eigentlich muss da auch nichts hin. Aber ich fände es eigentlich gut, wenn da was ist. Das machen wir deshalb trotzdem. Genau. So, dann... Hier passt es. Das Fischgerätenmuster. Hier können wir damit rangehen. Hier gehen wir damit ran. So. Wir ziehen erstmal hier mittig was durch. Und... Machen das dann da mit hin. Das passt auch. Okay. Hier geht es wieder nicht wegen dieser Straße. Das heißt, hier müssen wir wieder rumtricksen. Und das machen wir so. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ist gar nicht so schlecht, was ich da gemacht habe. Ja, das passt schon so knapp. Das heißt, wir können das daran ziehen. Und das passt auch. Der Zugang passt nicht, den machen wir dann auch nicht. Ist in Ordnung. So, er kommt dort nicht ran, aber er. Und die schließen wir dann damit an. Okay, dann sind diese Wohnblöcke erstmal mit verbunden. Wir sind natürlich noch nicht fertig mit den ganzen Fußwegen. Hier müssen wir ran. Hier können wir auch ran, dort raus. Das ist, glaube ich, hier schon angebunden, oder? Das sollte so ein Doppelanschluss werden, aber reicht ja auch einer. Das ist ja völlig in Ordnung. Da gehen wir nochmal mit ran. Hier auch. Ja, das ist schön, wenn wir von hier den Bahnhof mit erreichen. Das gefällt mir.
So, gut. Dann muss definitiv von dort ein Anschluss ran. Und machen wir das hier. Nehmen wir den Zebrastreifen auch gleich mit. Hier wäre es, glaube ich, sogar ganz gut, wenn wir direkt durchgehen. Und so einen klassischen Fußgängerzone daraus machen. Ja. Da kommen wir nicht ran. Hier kommen wir aber ran. Können wir nämlich von da auch noch rangehen. Genauso wie wir da rankommen. Okay, prima. Super. Gut. Ja, jetzt haben wir diese Wohnhäuser. Und die Frage ist, wollen wir eigentlich hier Fußwege machen? Hier mache ich einen. Warum geht das nicht? Ist aber nicht so schlimm. Wollen wir hinter dem Haus einen Fußweg machen? Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Das sieht gar nicht so doof aus. Wobei, wisst ihr was? Das ist jetzt tatsächlich Verschönerungsarbeit. Das ist nicht essentiell zum Bauen dieser Häuser. Das werden wir mal später machen. Trifft auf einiges andere auch zu, was ich hier gemacht habe. Aber da machen wir uns später Gedanken. Ich denke, das ist fürs Erste auf jeden Fall so das Setup, dass das Ganze baubereit ist. Okay. Es wird ja auch hier schon fleißig gearbeitet. So, dann gucken wir mal hier. Beamen wir ihm wieder mal nach Hause. Ich hoffe, das Ding ist hier bald zu Ende. Er ist da, er kann zu Ende bauen. Jetzt ist die Frage, was wir hier machen müssen, rein straßentechnisch. Natürlich müssen wir diese Brücke hier anschließen, und zwar an die Straße da unten. Das ist ganz klar. So. Vermutlich wird es gut sein, wenn wir auch eine Verbindung haben, die direkt da irgendwie läuft. Wir müssen definitiv hier eine Straßenverbindung schaffen. Kommen wir noch am Stadion hier vorbei? Es sieht so aus. Das sollten wir, glaube ich, nutzen. Ja, ich denke sogar aus Platzgründen gehen wir mal relativ dicht hier lang vorbei und kommen dann erst hier hinten hoch. Gut möglich, dass wir hier noch Sachen bauen. Und aus dem Grunde werden wir auch hier noch eine Straße entlang ziehen. Die plane ich erstmal komplett so. So, das muss es auch noch nicht gewesen sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Hier haben wir nämlich die Feuerwehrzufahrten auf der Seite. Und deshalb würde ich auch die andere Feuerwehr, die Betriebsfeuerwehr, auf diese Seite bringen. Und diese Straße, die muss ja natürlich auch angeschlossen werden. Und hier will ich aber so eine große Straße hinbekommen. Jetzt die Frage, geht das überhaupt? Wegen des Hügels hier. Versuch mal hier. Nee. Wird schwierig. Ja, wird schwierig. Wir müssen vielleicht hier noch ein bisschen runtergehen. Ja, das ist natürlich jetzt zu steil, was wir da gemacht haben. So wird es gehen. So wird es gehen. Wo brennt es? Da bin ich jetzt ein bisschen sensibel. Okay. Da sollte die Feuerwehr bereit sein. Und falls nicht, der Schaden ist auch nicht so gravierend. Okay, also hier, das ist der Gleisübergang. Und dann, ja genau, der Punkt ist nämlich, dass ich hier eine gerade Straße durchbringen will. So, das scheint jetzt zu gehen.
Okay, das wäre hier ein Zuweg. Ich denke aber, wir müssen aus Praktikabilitätsgründen auch hier eine ganz normale Überführung machen. Beziehungsweise ein normales Schrankensystem. Feuer ist gelöscht, sehr gut. Dass wir hier von der Seite auch dorthin kommen. Das verknüpfen wir hiermit und bauen das dort ran. Und hier muss wirklich aus sicherheitstechnischen Gründen alles asphaltiert werden, meines Erachtens. Werden wir hier eine Straße bauen, die werden wir dort umlenken, die werden wir dort reinführen und das bauen wir hier geradezu. Ja, soweit, so gut. Das Ding muss natürlich auch angeschlossen werden, richtig, auch wegen Feuerwehr natürlich. Und hier wäre es aber schön, wenn wir diese Straßenführung hier an den Gleisen entlang legen können und dann irgendwann runtergehen können. Bin mir nicht sicher, ob das geht. Noch sieht es ganz gut aus. Toll, jetzt haben wir es von gelb auf rot gemacht. Ernsthaft? Nee, es geht. Zu viel Aufstieg oder Abstieg. Ein bisschen frustrierend, wenn man es gelb hat. Und dann wird es. Wir müssen da hochkommen. Das ist jetzt echt wichtig. Kriegen wir es irgendwie stückweise hin? Ja, vielleicht hätten wir vorher hier ein bisschen planieren sollen. So gut es noch geht. Wir nehmen das nochmal raus. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen was machen. Wir werden mal. Ja, man kann hier noch was machen. Oh ja. Oder ich mache vielleicht doch aus der Mitte von hier oben dann runter. Kommen wir besser noch auf eine Ebene. Mal schauen, ob das was genützt hat. Ja, an dem Abschnitt nicht. Der ist kritisch. Aber den können wir auf diese Art und Weise noch hochbringen. Ja, ich habe das Gefühl, es hat was genutzt. Ja, jetzt geht es. Prima. Jetzt können wir hier mit der Straße runtergehen. Jetzt nur die große Frage, ob er hier hochkommt. Ja, er kommt da hoch. Prima. Und er? Ja, es geht auch. Super. Wunderbar. Okay, damit haben wir doch glatt. Das ist hoffentlich hier schon angeschlossen. Ja, damit haben wir doch glatt die ganzen Feuerwehrzufahrten da unten geklärt. Ja, ist ja wunderbar. Dann kann hier die Verbindung auch nochmal geplant werden. Und dann wird es hier irgendwie so eine Querverbindung noch geben, halt so eine Trasse hier durch. Wobei wir in der Mitte da dann irgendwie eine Brücke nutzen. Okay, wow. Das ist das Straßenlayout. Und was ich wirklich, das muss ich am Ende mal sagen, erstaunlich finde, bei der Planung dieser Städte hier, auch wenn, gerade weil das immer so kompliziert ist mit den ganzen Zugängen und wie man das dreht, das, was dann am Ende entsteht, finde ich, sieht irgendwie, hat eine gewisse Authentizität und Natürlichkeit, weil man eben alles nicht so optimal gesnappt auf Planquadrate packen kann, sondern weil es sich irgendwie anpassen muss. Und dadurch wirkt das plötzlich ganz anders, habe ich immer das Gefühl. Finde ich cool. So. Okay. Gut. Dann bestätige ich das Ganze jetzt. Ich habe nicht mit Rubel bauen gemacht und wir können den Bau starten. Wir haben in der Zwischenzeit ganz schön viel Geld wieder verdient und wir gucken mal, wie sieht es denn jetzt aus? Nein, boah, das ist ja eine wahnsinnige Konstruktion. 104 Leute, alle Ressourcen sind da, aber es dauert einfach, ehe diese Mine sich dort in den Berg gegraben hat. Das ist zumindest schon fertig, sehr gut. Hier an der Straße wird auch weitergearbeitet, auch sehr gut. Das heißt, jetzt kann auch hier weitergemacht werden, aber es liegt das nicht in der Reichweite von Eisenbahnbüros? Müsste eigentlich jetzt schon erreichbar sein, oder? Das Ding ist doch jetzt schon fertig. Da scheint es noch Schwierigkeiten zu geben, aber die werden uns nicht vom Wege oder in diesem Falle von Gleise abbringen. So.
Wie sieht es eigentlich hier aus? Wird hier beliefert? Ja, wir kaufen ja immer noch ein. Deswegen ist das vermutlich gar nicht so sehr. Ich glaube, hier müssen wir das auch nochmal ausschalten, damit wir auch wirklich sehen, dass das funktioniert. Löschen wir mal alles. Ebenso wie hier. Das soll jetzt durch unsere Belieferung erfolgen. Ja, wir gucken mal, ob hier eigentlich schon was angeliefert wurde ins Warenhaus. Ja, tatsächlich. Das klappt soweit. Wir haben 39 aus eigener Kraft hier hingebracht. Okay, dann sollte das doch auch mit der Verteilung funktionieren, oder? Die LKWs stehen zumindest bereit. Hoffen wir es. Liebe Leute, eine Staffel ist zu Ende gegangen, mal wieder. Und wir haben doch wirklich einiges geschafft. Es geht voran, an allen Ecken und Enden wird fleißig gearbeitet. Das macht mich froh, das macht die Bürger froh. Was ist das denn hier? Die Gehwege habe ich noch gar nicht in Auftrag gegeben. Das mache ich natürlich auch noch. So, dann beenden wir diese Staffel. In der nächsten werden wir in den Winter rutschen. Aber ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.